Hallo bei einer neuen Folge von Ohne Maulkorb mit tolle Zahlen, mit interessanten Themen, vor allem aber mit interessanten Gästen. Und heute freue ich mich ganz besonders, den Philosophen Philipp Hübel bei mir zu begrüßen. Hallo. Hi. Danke für die Einladung. Ja, ich danke fürs Kommen. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, muss ich dazu sagen. Und ich habe Sie in einer Talkshow gesehen, habe auch ein paar Bücher gelesen, nicht das letzte. Und Sie haben eine Reihe von interessanten Büchern geschrieben und ich habe mir gedacht, das muss ein interessantes Gespräch ergeben. Und deswegen haben wir Sie eingeladen und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Da ich jemand bin, der dazu tendiert, immer selber sehr viel zu reden, unabsichtlich, habe ich mir angewöhnt, am Anfang eine möglichst allgemeine Frage zu stellen, dass mein Gast einmal elaborieren kann über ein Thema, das ihm wichtig ist. Und bei Ihnen ist mir aufgefallen, philosophisches Bodybuilding. Was verstehen Sie darunter? Das war ein Artikel, den ich geschrieben habe. Das war natürlich absichtlich so konzipiert, dass da zwei Sachen zusammenkommen, die erstmal nicht zusammenpassen. Bodybuilding, das ist Arbeiten am Körper. Philosophie ist Denken. Und die Tradition der Philosophie hat sich auch sehr stark natürlich damit beschäftigt, zu fragen, was ist Erkenntnis, was ist Wahrheit, was können wir überhaupt wissen mit diesen geistigen Dingen. Und der Körper war in der Philosophiegeschichte immer so ein bisschen außen vor. Es gab wenige, die sich mit dem Körper beschäftigt haben, obwohl der Körper uns ja ausmacht. Ohne unseren Körper können wir gar nicht existieren. Und es gibt eine neue Strömung in der Philosophie der letzten 20 Jahre, die gesagt haben, wir haben jetzt alle Sinne untersucht, den Sehsinn, das Hören und so weiter, das ist gut verstanden, aber woher kommt eigentlich unser Körpergefühl? Woher kommt mein Gefühl, dass mein Körper zum Beispiel Grenzen hat? Wenn ich morgens aufwache, weiß ich, mein Zeh gehört zu mir, ich sehe den gar nicht, ich spüre aber, der gehört zu mir, aber das Kissen, auf dem ich liege, gehört nicht mehr zu mir. Und diese Frage, wie wobei ich mir da manchmal nicht sicher bin, wenn ich aufwache und vorher viel getrunken habe. Ja, und wenn man den Körper nicht bewegt, also wenn man ganz morgens aufwacht und ganz still ist, kann es manchmal sogar sein, dass man nicht weiß, wo ist denn jetzt mein Bein eigentlich, aber das merkt man relativ schnell. Und diese Frage, wie bestimmt der Körper unser Denken, unser Handeln, ist eine wichtige Frage. Wir messen zum Beispiel Entfernungen mit Schritten, wir rechnen mit den Fingern, also wir benutzen den Körper auch als Hilfsmittel fürs Denken. Und das war so ein bisschen die Idee, das zusammenzubringen. Eine zweite Sache, die mich auch gleich brennend interessiert hat, weil es eine Frage ist, die ich mir seit meiner mittelfrühen Jugend stelle, gibt es Gott? Ja, kurze Antwort ist nein. Und die lange Antwort, also das ist auch eine wichtige Frage der Philosophie, ne? was es überhaupt gibt. Und natürlich kennen wir das aus den ganzen Religionen, die nehmen an, dass es höhere Wesen gibt. Und die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum, und der Islam gehen davon aus, dass es so diesen einen großen Gott gibt, der das Universum erschaffen hat. Und wenn man das alles jetzt philosophisch etwas sozusagen strenger, wissenschaftlicher betrachtet, dann muss man natürlich zuerst mal die Frage stellen, warum sollte ich annehmen, dass es da etwas Höheres gibt, was außerhalb des Universums ist? Und das Hauptargument, was immer genannt wird, ist zu sagen, naja, das Universum ist da, irgendwer muss das doch geschaffen haben. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, wer hat denn dieses Wesen geschaffen, dass das Universum geschaffen hat? Also wenn ich das Universum habe und mir ein Rätsel ist, warum es überhaupt etwas gibt, nämlich das Universum, und dann sage, naja, das muss ja erschaffen worden sein, stellt sich sofort die Frage, erklärt das überhaupt etwas? Fügt das dem etwas hinzu? Und das ist so ein bisschen diese philosophische Frage und man kann es natürlich nicht sicher wissen. Also es könnte sein, dass wir nach unserem Tod plötzlich im Himmel sind und Gott uns sagt, naja, ich bin doch da. Ja, du hast die ganze Zeit gesagt, ich existiere gar nicht, ich existiere schon. Und Bertrand Russell hat gesagt, wenn ihm das passieren würde, ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, er würde dann zu Gott sagen, du hättest mir aber mehr Hinweise geben sollen. Ja? Ich bin sozusagen ein Mann der Wissenschaft und als ein Mann der Wissenschaft gehe ich davon aus, wofür gibt es Hinweise? Und wenn es die nicht gibt, nehme ich erstmal nicht an, dass da so etwas Höheres existiert. Ja, da gibt es ja einerseits natürlich die Urknalltheorie, ja, wie das Universum entstanden ist, wobei wir ja ab der ersten, glaube ich, Millisekunde nach dem Urknall sehr vieles wissen, warum es den Urknall gab, aber auch, glaube ich, noch sehr umstritten ist. Und dann ist vor allem etwas, was mich mit der Gottfrage sehr beschäftigt, weil ich sehr viel in Amerika, oder viele Jahre in Amerika lebe schon, dass es wirklich Menschen gibt in Amerika, wie der Republikanischen Partei, die die Evolutionstheorie in Frage stellen,
sagen, nein, Gott hat alles erschaffen. Ja. Es stimmt nicht, dass wir Affen mit viel Gehirn sind, wir uns entwickelt haben. Ja. Und da denke ich mir dann schon, wie bringen das religiöse Leute zusammen, intelligent, also die sich bilden und so weiter, wobei jetzt bitte keine Diskriminierung von irgendwelchen gesellschaftlichen Klassen, aber dass man einerseits sagt, das weiß ich jetzt alles oder weiß die Wissenschaft, ja, der ich sehr vertraue und die uns sehr viel Fortschritt bringt, im Positiven wie auch im Negativen. Und auf der anderen Seite dann sagt, nee, das Darwin und so, sage ich jetzt einfach, das gibt es nicht, weil das passt jetzt mit meinem römisch-katholischen oder sonstigen Glauben nicht zusammen. Da denke ich mal, gegen welche Wand sind die gelaufen? Ja, ich habe da ein ganzes Kapitel da drin in ja, dem Buch. Das ist übrigens das neue Buch, auf das ich gerne hinweise. Kleine Werbepause, ja, gerne. Ja, die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Darüber werden wir auch noch gerne reden. Und ein wichtiges Thema ist moralische Identität. Also alle Menschen haben eine Identität, wo die Werte, die sie haben, also was sie gut und schlecht finden, was sie richtig finden, was sie für gerecht halten, wie ein gutes Leben aussieht. Und dazu gehören natürlich auch religiöse Werte. Und eine Erklärung für dieses faszinierende Phänomen ist, dass die Verneinung der Evolution eine ganz starke Markierung ist, dass man zur richtigen Gruppe gehört. Also wenn man anderen zeigen will in Amerika, ich bin einer von euch, ich bin ein gläubiger Christ, ein evangelikaler Christ. Also ein sehr gläubiger Christ, dann muss man das zeigen oder kann man es sehr gut zeigen, indem man sagt... Evangelicals. Evangelicals, genau. Ja, ja. Indem man sagt, ich lehne die Evolutionstheorie ab. Und das Lustige ist, oder das Erschreckende ist eigentlich, es gibt Untersuchungen an College-Studenten, die einen hohen Bildungsstand haben. Und etwa 30% glauben an diesen Kreationismus. Die glauben, Gott hat die Welt geschaffen und die Evolution stimmt nicht. Der Mensch ist nicht aus niedrigeren Lebensformen entstanden. Und man hat die Frage in diesen Wissenstests jetzt schon rausgenommen, weil diese Studenten sind bei allen naturwissenschaftlichen Fragen sind die genauso gut wie ihre Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also die kann man da fragen, wie funktioniert ein Laser? Wie ist ein Atom aufgebaut? Die sind genauso gut oder schlecht. Also die sind gut in Naturwissenschaft, nicht schlechter als die anderen. Aber in dieser einen Frage geben sie eine andere Antwort. Oder? Genau, und offenbar schaffen sie es in ihrem Kopf nicht, das zusammenzubringen. Und wahrscheinlich ist es so, das ist einfach ein ganz starkes Gruppenmerkmal. Und die Gruppenzugehörigkeit, vor allem die moralische Gruppenzugehörigkeit, ist uns manchmal wichtiger als die Wahrheit. Also dass man das sagt, was einfach zur Standardauffassung, zum Status quo dieser Gruppe gehört. Das ist eine sehr interessante Erklärung, ist eigentlich einfach eine sehr einleuchtende. Das ist ein bisschen so, ich setze ein Signal, so wie ich, sage ich einmal, in den 70er Jahren lange Haare gehabt habe. Ja. Dann hast du damals, heute schon nicht mehr, gewusst, okay, wir können uns schon mal zulächeln in dem Ding, weil wir sind irgendwie so ein bisschen Woodstock, ein bisschen Friedensbewegung, ein bisschen das und hin oder her. Und dass das so eine Marke ist, eine Duftmarke, mit der man denen zeigt. Ja, ja gut, dazugehören ist ja zum Beispiel auch bei den ganzen rechtsradikalen Gruppen, wenn du Leute findest, die rausgegangen sind und die das dann erklären, also ehemalige Neonazis oder was immer, sagen wir als erstes, ich habe mich da wie in einer Familie gefühlt. Ja, klar. Also Gruppenzugehörigkeit ist uns Menschen extrem wichtig. Wir sind die sozialen Tiere, das Tier, das Gemeinschaften bildet, wie Aristoteles gesagt hat. Wir können gar nicht alleine existieren. Mhm. Wir wollen Anerkennung von unserer Gruppe haben. Wir senden immer Signale, moralische Signale, manchmal sehr, sehr deutlich, wenn wir schreiben, Atomkraft, nein, danke, oder No AfD, oder Pro-Life, Pro-Choice, also ich bin für oder gegen Abtreibung in Amerika mit Aufklebern. Mhm. Also das kann man ganz explizit machen, aber man kann es auch etwas indirekter machen, nämlich zum Beispiel durch den Haarstil, den Kleidungsstil. Das gibt auch wieder Aufschluss durch diese Gruppenzugehörigkeit und man möchte auch aufgenommen sein. Also nicht nur die Rechten, Rechtsradikalen sind gerne in einer Gruppe, auch die Linken sind gerne in einer Gruppe. Schwarze Block. Ja, genau, aber auch die Fahrradfahrer, es gibt sozusagen politisierte Fahrradfahrer und politisierte Autofahrer in Berlin, die sich jetzt mittlerweile bekämpfen. Mhm. Ja, mhm. Und die bilden auch Interessengruppen, die machen Demonstrationen, die nehmen sich gegenseitig die Parkplätze weg, fotografieren sich, wenn sie was falsch machen. Also ein Tribalismus, ein Stammeskampf, den gibt es in ganz vielen Varianten und wahrscheinlich sind wir als Menschen einfach dafür eingestellt,
auf so Stammessignale zu reagieren. Und früher war das vielleicht das eine Dorf gegen das Dorf jenseits vom Fluss. Mhm. Die haben sich vielleicht bekriegt. Später kennen wir Religionskriege. Das sind oft Religionen, die sehr nah beieinander waren. Also Protestanten gegen Katholiken. Mhm. In sehr vielen Punkten stimmen die überein, in wenigen nicht. Mhm. Und haben sich aber über Jahrhunderte bekämpft. Ketzer genannt. Genau. Und manchmal reicht die falsche Frisur, die falsche Farbe der Turnschuhe oder ein anderes Signal. Und das ist schon beachtlich. Ich bin ja ein sehr starker Gefühlsmensch bekannt. Mhm. Daher fühle ich jetzt, wir waren jetzt nicht bei Sie, weil wir haben uns wirklich heute zum ersten Mal getroffen. Ich bin besonders dankbar. Wir kannten uns überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl, wir sind, weil wir jetzt auch gerade ein paar Signale ausgesendet haben, nämlich intellektuelle Signale. Ja. Ja, nicht. Ich würde dann gerne als wesentlich älterer das Du-Wort anbieten. Ja. Ich bin der Rudi. Hallo. Philipp, vielen Hallo Dank. Philipp. Das ist auch interessant, dass Du und das Sie sind auch Marker, weil das Sie natürlich eine Distanz herstellt und auch eine Hierarchie. Es gibt es in Deutschland noch manchmal, es stirbt jetzt langsam aus, aber früher war das ja so, die Professoren haben zum Beispiel die Mitarbeiter geduzt oder zumindest beim Vornamen genannt. Mhm. Ärzte hatten, damals waren es ja fast Männer, haben immer die Arzthelferin geduzt, wurden aber gesiezt. Ja. Also es gibt sozusagen auf der hierarchischen Ebene, Sie heißt mehr Respekt und auch eine Distanzebene. Ja. Zwischen den Leuten, also und was man auch beobachten kann, steht lustigerweise auch da drin, es gibt so eine Art progressiven Wandel, also die Menschen werden offener, liberaler, toleranter und dadurch verschwinden auch Hierarchien und das Du breitet sich aus. Mhm. Und zwar auch aus den sehr progressiven Branchen, es fing an auf dem Flohmarkt, in der Medienbranche und mittlerweile ist es, dass Sie eigentlich vom Aussterben bedroht. Also es wird in den sehr konservativen Bereichen, natürlich in den Behörden vor Gericht und im Banking wird das noch verwendet, aber es schwindet langsam, weil die Menschen so ein bisschen nivellieren sich und gleicher werden. Na, ich versuche ja immer am Anfang, ich habe es noch nicht zusammengebracht. Ich denke mir immer, oder meine Mutter hat mir immer gesagt, ist schon im Himmel, wenn es den gibt, weil sie ein sehr guter Mensch war. Aber da hat immer gesagt, Rudi, du bist zu früh irgendwie zu nah an diesen Leuten. Ja? Und dann bist du immer enttäuscht, wenn die denken. Deswegen habe ich immer am Anfang auch bei Mitarbeitern versucht, probier mal das Sie. Der André Heller ist ein Meister in dem, der immer nur sitzt am Anfang. Ja? Das hat auch mit Respekt zu tun. Und dann bin ich irrsinnig schnell oft beim Du, weil es ist einfach, ja. Gut, also wir sind übrigens beide Professoren, also können wir jetzt auch uns als Professoren duzen. Auch kein Problem. Was mich auch noch interessiert ist, und was ein sehr, sehr, sehr guter, knalliger, also du bist ja so, also Philosoph ist ja ein toller Beruf, finde ich. Ja? Also früher hat der André Heller, als man in den Pass noch einen Beruf reingeschrieben hat, Poet reingeschrieben und damit ganz Österreich aufgeregt. Ich finde, Philosoph ist irgendwie toll, wenn man sich irgendwann mal sagt, okay, ich will Philosoph sein. Ich bin nicht Buchautor, ich bin nicht Vortragender, ich bin Philosoph. Finde ich geil. Du hast auch geschrieben, die sogenannte Bullshit-Resistenz oder über die Bullshit-Resistenz. Erklär doch mal unseren Sehern, was du damit gemeint hast. Die Pflicht zum kritischen Denken sozusagen ein bisschen, wenn ich das interpretieren darf. Also man kann sagen, Philosophie ist ja auch eine Form des kritischen Denkens und es gibt die Diagnose, dass in unserer Kultur sehr viel Bullshit zu finden ist. Bullshit. Sehr viel Blödsinn. Im Alltag sagen wir sowas wie Blödsinn oder Unfug. Also da kann man drunter fassen Verschwörungstheorien, Fake News, aber auch Geschwurbel, Pseudowissenschaft, Leute, die einem was verkaufen wollen, die Sprache der Werbung, die Sprache auch teilweise der Politik, muss man sagen. Und das kann man alles schön zusammenfassen. Und wir nennen das im Alltag ja mittlerweile auch Bullshit, es kommt aus dem Amerikanischen. Es gibt aber auch einen Philosophen, Harry Frankfurt, der hat ein ganzes Buch geschrieben über Bullshit als philosophisches Buch. On Bullshit heißt das. Es ist sehr erfolgreich geworden, ich glaube, weil irgendjemand erkannt hat, wenn ein Princeton-Professor, ein sozusagen sehr etablierter Philosoph, so ein, sagen wir mal, ungewöhnliches Wort in den Mund nimmt, da ist ein Potenzial, da ist ein gewisses Potenzial, das ist ein großer Bestseller geworden und der hat eine sehr, das ist schon in den 80er Jahren erschienen. Das Buch später, aber der Aufsatz ist schon sehr alt und der hat einfach eine interessante Diagnose gemacht, der hat gesagt, naja, wir kennen Leute, die sagen die Wahrheit, die sind aufrichtig und wir kennen den Lügner. Der Lügner sagt etwas, was er für falsch hält und er will absichtlich jemanden täuschen. Und er hat gesagt, aber dazwischen, dafür haben wir noch keinen richtigen Begriff. Es gibt ja ganz viele Leute, die reden einfach mal so mit. Mhm. Die sagen manchmal einfach nur sowas und sie wissen gar nicht, ob es stimmt. Ihnen ist eigentlich egal,
ob es stimmt. Also sie sind, man könnte sagen, sie nehmen die Unwahrheit billigend in Kauf. Wir kennen das so aus dem Strafrecht. Also nicht, es ist sozusagen nicht Vorsatz, aber es ist sowas Schwächeres, was aber auch bestraft werden sollte. Und er hat gesagt, naja, wir sind in einer Kultur, wir müssen ständig zu allem was sagen. Wir können uns gar nicht perfekt auskennen, also sagen wir manchmal Sachen, um mitzureden. Und jetzt gibt es natürlich das Phänomen Trump, der... Ich habe drunter gelitten, ja, ja, in klar. Amerika. Und Trump hat den absoluten Rekord gebrochen für Unfug, den er erzählt hat. Also die New York Times, die Washington Post haben das dokumentiert, dass er jeden... Gezählt. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Also 10 Unwahrheiten pro Tag. Und er hat auch... Ich glaube, es waren Zehntausende am Tausend, Schluss. Am Ende, ja, in seiner über gesamten 10.000. Amtszeit. Also er, alle Politiker sagen mal was Falsches. Auch Obama hat gelogen, auch Hillary Clinton hat gelogen. Aber natürlich ab und zu mal, aber nicht sozusagen in dem Maß war das bisher unbekannt. Und er hat selber gesagt, mir ist es eigentlich egal, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich habe dem Justin Trudeau da mal einfach was gesagt, ich habe dem was von Latz geknallt. Der war total überrascht und ich wusste gar nicht, ob es stimmt. Ich habe es einfach so gesagt, er hat sich damit gerühmt, dass er eigentlich nach der klassischen Definition ein Bullshitter ist. Und dieses Manöver, was man aus dem Populismus kennt und von einigen Politikern und Trump, ist dann natürlich sozusagen eine interessante neue Bestätigung für diese These von dem Harry Frankfurt und die sozialen Medien. Harry Frankfurt heißt der Philosoph. Harry Frankfurt. Ne, ja, wie Frankfurt die Stadt. Wenn Leute jetzt das Buch bestellen wollen, was ich was sehr empfehlenswert ist. Also über Bullshit und on Bullshit. Ja. Und die sozialen Medien erleichtern es natürlich. Ne? Früher hatte man gar nicht so ein großes Publikum. Also man konnte natürlich Bullshit am Stammtisch erzählen oder im Sportverein. Aber die Runde war relativ klein. Und heute hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, das zu verbreiten. Und man weiß auch aus Studien, zum Beispiel Fake News verbreiten sich schneller als richtige Wahrheiten. Sachen, die zugespitzt sind, unglaublich klingen, überraschend klingen, provokativ sind, haben es leichter in der Verbreitung. Und deshalb sehen wir einfach zum Beispiel besonders in sozialen Medien einfach sehr viel Bullshit. Ja, und sie sind auch schwerer wieder wegzukriegen. Ja. Ne? Sozusagen, sie prägen sich stärker ein. Ja. Ich habe den Trump nie Präsident genannt, sondern nur Orangutan mit orange gefärbten Haaren und wenn dann Präsidentendarsteller. Habe das natürlich in einer Zeit, weil ich in Miami auch gepostet und habe dann den Rassismus in Amerika, mein Amerika ist ja auf Rassismus, ist gebildet, also it's built on racism, ja, also mit der ganzen Sklaverei. Ich meine, das Weiße Haus haben schwarze Sklaven gebaut, ja. Aber ich habe dann den Rassismus, welcher sonst immer so ein gern gesehener Gast, ja, arbeitet mit Queen und Stones und so. Ja. Plötzlich haben die gesagt, wie bei uns, schleich dich nach Österreich, wenn dir was nicht passt in unserem Land und so. Ja. Also das gibt es ja auch nach wie vor. Wenn man weiße Hautfarbe hat, kann man es weniger experiencen, als wenn man braun oder schwarz ist. Aber das Phänomen Trump war ja auch vor allem das. Ich habe dann nicht mehr die News aufgedreht, weil ich es einfach körperlich nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Gerade in der Corona Zeit, wie viel Blödsinn und Bullshit da von einem Menschen, der eigentlich verantwortungsvoll agieren sollte. Ja. Ja. Er hat ja auch gesagt, es ist egal, ob es wahr ist oder nicht, Hauptsache, wenn man es immer wieder wiederholt, dann glauben es die Leute. Ne? Ja. Also einfache Prinzip. Das ist auch gut untersucht, Mere-Exposure-Effekt auf Englisch, also der so ein Verstärkungseffekt oder Gewohnheitseffekt, Vertrautheitseffekt, also man weiß einfach, es gibt so ein Wahrheitsgefühl, wenn Leute jetzt keine Informationen haben, gehen sie ein bisschen danach, fühlt es sich richtig an, fühlt es sich wahr an und wenn man Dinge oft gesehen hat, findet man sie schöner, Menschen, die man oft gesehen hat, hält man für intelligenter, Werbespots, die man häufiger gesehen hat, also funktioniert ja Werbung, ne? Ich sehe ganz oft etwas und wenn ich im Supermarkt bin und das Gegenprodukt habe, das ich nicht so oft gesehen habe, intuitiv, wenn ich nicht drüber nachdenke, man kann das stoppen, aber wenn ich nicht drüber nachdenke, greife ich zu dem, was häufiger passiert ist. Und leider ist das bei Überzeugung auch so, wenn man etwas sehr oft gehört hat, hält man es eher für wahr, wenn man nicht drüber nachdenkt. Und Bullshit-Resistenz wäre genau dieses einzuschalten und zu sagen, Moment, ich habe zwar jetzt dieses Gefühl, das könnte stimmen, was ich da gelesen habe, es bestätigt vielleicht auch meine Vorurteile, aber ich überprüfe nochmal die Quelle. Und wenn man das einschaltet, diesen einen kleinen Sicherheitsmechanismus, dann kann man relativ gut sich schützen gegen solche Manipulation und auch solche Vorurteile, Fehlschlüsse, für die man als Mensch sehr anfällig ist. Ja, das ist ein sehr guter praktischer Hinweis, weil ich habe voriges Jahr ich kam zurück aus Amerika, mehr in Österreich und Deutschland zu sein, auch in München, und habe dann festgestellt, diese wahnsinnige Dummheit, was das Corona-Problem betroffen hat. Ich habe auch innerhalb von Künstlern, am Anfang ging es darum, ich lasse mich nicht testen.
Limite, dann ich lasse mich nicht impfen. Ja? Also völlige Verweigerung irgendeiner Abstimmung. Dann habe ich mit Oscar-Preisträgern Elton John und ein paar sehr populären Autoren etc. Habe ich einen Film gemacht, der hieß Rudi Dolezal, also mein Name, ich bin positiv. Wie ist denn, dass ich in Österreich relativ populär bin? Die Leute glauben, ah, der hat es jetzt auch, das schaue ich mir an. Ich war aber nicht positiv von Corona, sondern ich wollte, dass wir das positive Denken nicht verlernen anhand der ganzen Geschichte. Und habe in dem Zusammenhang mit Fauci und mit anderen Leuten Kontakt gehabt. Und dann habe ich gemerkt, wie es völlig schwierig ist, auch mit Bekannten aus dem, sage ich mal, Künstler, kritischen Szene, was immer, die so verbohrt sind, dass die Argumente einfach nicht mehr greifen. Aber ich habe mich sozusagen informiert und habe mir gedacht, ah, das, schauen wir doch mal nach, gehen wir doch mal den schwierigen Weg und gehen auf New York Times und hören uns eine Stunde irgendeinen Podcast an. Also das ist sozusagen halt das Mühsame. Aber dafür weiß man dann auch, was man spricht. Ja. Also das ist genau, das ist eine Möglichkeit. Man weiß aber auch, dass diese Frage, gerät etwas Fremdes in meinen Körper, dass das Menschen sensibilisiert. Das hat auch was mit Moral zu tun, weil es um Schutz geht. Also was dahinter steckt, ist erstmal eine Emotion, eine moralische. Sie meinen, du meinst jetzt wegen der Impfskepsis. Genau, Impfskepsis. Und die, man kennt das vom Essen, dass Leute sagen, ich esse bestimmte Dinge nicht, weil ich glaube, sie sind gefährlich. Und das ist teilweise uninformiert. Und teilweise haben sie Angst davor, sich impfen zu lassen. Und das war schon ein Problem vor Corona. Also die Weltgesundheitsorganisation hat schon 2019 gesagt, von den 10 schlimmsten Gefahren für die menschliche Gesundheit neben Ebola und Luftverschmutzung gehört auch Impfzögerlichkeit und vor allen Dingen eher in den Ländern, die einen sehr hohen Entwicklungsstatus haben, also die wohlhabenden Industrieländer, weil da die Leute oft zwar gebildet sind und selbstsicher genug sind, den Ärzten, den Ärztinnen zu widersprechen, aber nicht, teilweise nicht eben informiert genug, wissenschaftlich informiert genug, um das richtig einzuschätzen. Und das hat sich, glaube ich, verstärkt in der Corona-Pandemie, weil es genau um diese zwei Fragen geht. Nämlich entweder ich glaube, dass das gefährlich ist, dann will ich meine Kinder und mich schützen. Und dann ist mir Impfen und Schutz ganz wichtig. Das waren die einen, die natürlich sensibilisiert waren. Und die andere Gruppe hat gesagt, ich glaube, die Gefahr ist, die größer ist, geht von der Impfung aus. Also bin ich gegen die Impfung. Und beide hatten natürlich erstmal, es gab eine Symmetrie, weil beide gesagt haben, ich will doch was schützen. Nämlich meine Kinder und mich und meine Gesundheit. Und die anderen sagen, ja, ich will auch meine Kinder und meine Gesundheit schützen. Aber dann muss man natürlich erstmal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist, dass das eine zu Gefahren führt und das andere. Und dann fängt man an, statistisch zu denken, wissenschaftlich zu denken. Und das ist natürlich mühsamer, braucht Vorwissen, muss man auch gut erklären. Also auch die Wissenschaft. Zeit. Zeit auch, ja. Und die Wissenschaftskommunikation wird besser und ich glaube, hat einen großen Schub erfahren in dieser Zeit. Aber die war auch nicht immer so gut in den Zeitungen. Also es war auch nicht so leicht, jetzt an die richtigen Informationen zu kommen, die Updates und so. Also das ist, es ist nicht so, dass das Wissen nicht da ist, aber wie kommt sehr fachkomplexes Wissen zu Leuten, die natürlich, die meisten von uns haben ja keine medizinische Ahnung, ich auch nicht, also muss man es erklärt bekommen. Ja, und auch die Sprache, in der man es erklärt bekommt, sozusagen ist wichtig, weil das habe ich so schlecht gefunden, auch an den vielen gut gemeinten, weil man sagt, gibt der Wiener Spruch, gut gemeint ist nicht gut, ja? Sozusagen, wo dann Ärzte irgendwas erklärt haben und ich habe mir gedacht, das versteht niemand. Ja, da tue ich immer schwer, dass sie da mitkommen und das bringt gar nichts. Ja. Das ist zehnmal wichtiger, wenn irgendein Fußballer oder Andreas Gabayé sagt, Burschen, geht's impfen, es ist wichtig, danke, aus. Ja. Aber was ich auch glaube, ist, das war so ein großes Experiment, wie funktioniert Wissensvermittlung? Und wir haben einfach gemerkt, ja, manchmal muss es ein Promi sein, der das einfach so sagt. Manchmal muss man ein Fallbeispiel, jemanden eine Geschichte zeigen, wo jemand wirklich ganz schlimm mitgenommen ist. Und manchmal muss man die Zahlen nennen, manchmal muss man eine gute Grafik machen. Und dieses Instrumentarium, das wird, glaube ich, jetzt gerade verbessert. Man hat so wie so einen Werkzeugkoffer und man hat erst so ein paar grobe Werkzeuge und jetzt werden es immer feinere. Man lernt immer besser, für welche Zielgruppe funktioniert, welche Ansprache gut, wie transparent muss man das machen. Also diese Fragen, glaube ich, da werden wir jetzt gerade besser. Und die irgendeine neue Epidemie, Pandemie, die sehr wahrscheinlich kommen wird, auch wenn wir es natürlich uns nicht wünschen, dann werden wir natürlich besser vorbereitet sein, weil dann haben wir das alles mal schon mal durchgemacht.
sind sensibilisierter dafür und können es vielleicht ein bisschen besser dann vermitteln. Obwohl ich habe mit Trump-Anhängern, ich habe ja am Anfang versucht, mit Trump-Anhängern zu sprechen, weil ich habe so als Alt-Hippie, ich war nicht in Woodstock, aber geistig, ich war 10 Jahre zu spät, aber geistig war ich dort dann, mit dem ganzen Dings. Wenn ich dann gesagt habe, jeden Tag sterben 3000 Menschen in Amerika, das ist jeden Tag ein 9-11. Ja. Ja, also sozusagen, zu sagen, es gibt das nicht, ist einfach Wahnsinn. Ja, ja, sozusagen, und, aber das hat nichts genutzt. Also Trump-Anhänger wie auch AfD, da habe ich das auch aufgegeben, wobei ich bin nicht so oft in Deutschland. Aber konnte das in ganz Europa und auch bei den sozusagen rechteren Wählern in den USA beobachten, dass die tendenziell dagegen waren und das so ein bisschen gesehen haben, auch als sozusagen Trotzreaktion gegenüber den gebildeten Eliten, die ja eher sozusagen linksliberal sind und immer gesagt haben, das ist hier eine Pandemie, und die haben das sozusagen als Verschwörung oder zumindest als tendenziös angesehen. Das gab schon, es war auch wieder so eine Gruppenzugehörigkeit. Und auch gegen Regierung, in Amerika viel stärker ist als bei uns in Europa. Ja. Im Prinzip ist ja fast jeder Amerikaner gegen Steuern zahlen und gegen die Regierung irgendwie, geschichtlich. Und das ist nur das Interessante, es gab so einige Fälle, wo man Republikanern, die gesagt haben, mich überzeugen die Zahlen doch, es gab ja genug, die auch gesagt haben, doch, ich lasse mich schon impfen, aber der Druck der Gruppe war sehr groß, das nicht machen zu lassen. Den hat man Möglichkeiten eröffnet, in einigen Krankenhäusern durch Hintereingänge reinzukommen, weil in einer Community vielleicht, wenn alle sagen, wir sind dagegen und man parkt sein Auto davor, dann wird man vielleicht ertappt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man früher vielleicht sonntaglich in der Kirche war oder eben sagte, die Evolutionstheorie, die stimmt doch. Oder man parkt vor dem Puff. Ja, genau. Das sind dann Signale. In einem kleinen Ort. Genau, das sind moralisch fragwürdige Signale, könnte man so zusammenfassen. Und das hat man gleich sozusagen auch wichtig, hat das antizipiert. Na, wir müssen denen, die sagen, meine Gruppe will das anders, aber ich bin sozusagen Abweichler, Apostat, ich falle hier sozusagen vom Glauben ab, denen muss man auch dann den Weg geben, da rauszukommen. Und man darf die dann auch nicht verurteilen. Also auch gerade, wenn Leute aus den extremen Positionen zurückkommen, muss man sie eher aufnehmen und ihnen vergeben und ihnen die Chance geben, jetzt nicht dann noch nachzutreten und gesagt, auf welchem falschen Weg warst du da jahrelang, sondern man muss das eher als positiv ansehen, dass sie diesen Schritt machen, weil der nicht so leicht ist, oft. Deswegen sage ich am Schluss hier das Sendung immer Love and Respect. Also man muss schon ein bisschen Liebe auch, also auch dem, wenn man dann jetzt noch sagt, ja und siehst du, warst falsch und so weiter, es gräbt nur noch mehr ein. Das erste Buch, Folge dem weißen Kaninchen, hat jetzt einmal einen Titel, wo sich Zuschauer, die dich noch nicht so gut kennen, noch nichts vorstellen können. Worum geht's da? Folge dem weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie. Ja. Und der Aufhänger für das, also es ist eine Einführung in die Philosophie, ist allgemeinverständlich, große Themen der Philosophie. Und die interessante Beobachtung ist, das Kaninchen taucht in der Popkultur und in der Hochkultur auf. Und bei Lewis Carroll, Alice im Wunderland, gibt es diese berühmte Szene am Anfang. Das Kaninchen hoppelt vorbei, hat so eine Uhr, muss schnell irgendwo hin. Alice läuft dem Kaninchen hinterher und kommt von der wirklichen Welt, fällt in einen Kaninchenbau und gelangt in eine Traumwelt. Also von der Wirklichkeit in die Fantasie. Und dann gibt es die umgekehrte Bewegung nochmal in dem Film The Matrix, 99 erschienen. So ein Filmklassiker, wo die Hauptfigur Neo in einer Fantasiewelt, also in einer vorgegaukelten Realität eigentlich lebt, von einem Computer vorgegaukelten Realität. Und er bekommt die Nachricht, Follow the White Rabbit, folge dem weißen Kaninchen, sieht ein Kaninchen-Tattoo auf dem Rücken einer Frau, folgt dieser Frau, kommt dann zu einer Figur, Morpheus, und die sagt ihm, es gibt eine blaue und eine rote Pille. Wenn du die rote Pille nimmst, dann siehst du die Welt, wie sie wirklich ist. Und das ist eigentlich die Idee von Platon, das Höhlengleichnis. Wir sind gefangen in einer Höhle, sehen nur die Abbilder, nicht also sozusagen eine Illusion der Realität. Und philosophische Erkenntnis besteht darin, sich loszulösen von den Ketten. Das ist buchstäblich so bei dieser Figur, der löst sich dann los und sieht dann die Welt, wie sie wirklich ist. Leider ist die Welt nicht so schön. Die Welt, die echte Welt ist viel grauer und fader und karger und schlimmer als die Welt, viel gefährlicher als die Welt, die ihm vorgegaukelt wird. Als die virtuelle. Ja. Genau, aber das sind diese beiden Bewegungen und natürlich diese Frage, also Philosophie ist auch ein Denken in Bewegung. Kant sagt, philosophieren heißt sich im Denken orientieren, also die Richtung finden. Wittgenstein sagt, Philosophie heißt eigentlich, fängt eigentlich mit der Frage oder mit der Beobachtung an, ich kenne mich nicht aus. Also diese Idee, dass irgendetwas mit Bewegung, Orientierung
auch dass Gedanken auch so etwas wie Ordnung und Orientierung brauchen. Das ist ein ziemlich deutliches Motiv und das ist sozusagen der Rahmen. Und dann geht es aber auch über diese, um diese großen Themen, also um Emotionen, Sprache, ja, ich habe mal aufgeschrieben, kann man ohne Gefühle leben? Zum Beispiel, ja. Ja, kann man das? Sehr schwer. Gefühle sind, wir denken immer, Gefühle sind so eine Störung unserer Vernunft, weil wir bei Gefühlen immer denken, aber das denke ich zum Beispiel nicht. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich lasse mich leiten von meinen Gefühlen. Genau. Ja, genau. Aber viele denken erstmal am Anfang so, naja, es gibt das vernünftige Denken und dann gibt es die, die sich mal aufregen oder wenn ich total Angst habe, dann ist mein Denken gestört. Das mag auch so stimmen, aber es gibt einfach viel Forschung zu Gefühlen und man kann sagen, die Emotionen, die wir haben, sind zum Großteil kommen sie aus der evolutionären Geschichte. Also wir teilen auch einige mit unseren Verwandten und unseren Vorfahren. Sprich? Und Emotionen. Ja, zum Beispiel Angst findet man bei allen Tieren, bei allen Wirbeltieren. Ja. Diesen Angstschaltkreis, die Amygdala im Hirn, gibt es bei Affen und eigentlich bei allen Säugetieren kann man das finden. Und das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der uns hilft, Gefahren zu vermeiden. Also das ist nicht irrational, Angst zu haben, sondern erstmal ist Angst ein Mechanismus, der sagt uns, nicht buchstäblich, aber sozusagen über unseren Körper gibt er uns ein kleines Alarmsignal und sagt Vorsicht. Also wenn ich eine Schlange sehe, geht sofort, fängt die Amygdala an zu feuern, der Angstschaltkreis wird aktiviert, mein Herz fängt an zu schlagen, ich bin nervös und ich gehe da nicht so gern dann in die Nähe, sondern die Schlange, die Angst sagt mir, meide diese Schlange. Und ob das jetzt wilde Tiere sind oder Abgründe, dunkle Räume, all das meiden wir. Manchmal haben wir Angst vor Dingen, die nicht gefährlich sind. Im Alltag zum Beispiel, oder die sehr relativ ungefährlich sind für uns. Mein Beispiel ist immer Terrorismus. Die meisten Deutschen, wahrscheinlich Österreicher, haben Angst, in einem Terrorattentat zu sterben. Das ist aber extrem unwahrscheinlich gewesen in den letzten 20 Jahren. Es ist aber sehr wahrscheinlich, zum Beispiel im Haushalt zu sterben. Mhm. In Deutschland sterben Ich glaube, so etwa 10.000 Menschen pro Jahr sterben im Haushalt, weil sie von der Leiter fallen oder im Bad ausrutschen oder über die Teppichkante stolpern. Wir haben aber keine Angst vor Teppichkanten, obwohl wir eigentlich im Haushalt viel, viel vorsichtiger sein müssten und uns eigentlich jetzt nicht so große Sorgen um Terroranschläge machen sollten. Aber im Allgemeinen ist die Angst eigentlich ein gutes Hilfsmittel, um durchs Leben zu navigieren. Einfach, weil es uns ein bisschen vorsichtiger macht. Ne? Also wenn ich auf einer ganz hohen auf so einem Abgrund bin und da geht es ganz steil runter, bin ich automatisch vorsichtiger, weil ich Angst habe. Also es ist ganz, ganz gut, Angst zu haben. Menschen, die keine Angst haben, machen dann auch zum Beispiel ganz extreme Sportarten und sterben auch häufiger durch Unfälle, weil sie einfach die Gefahren nicht so spüren. Ja, ich habe mir zum Beispiel gedacht, Bungee-Jumpen muss ich nicht machen. Und zwar ganz logisch, als ich gehört habe, dass in Frankreich einer vergessen hat, die Fußmanschette zuzumachen und der runtergeht. Dann habe ich gedacht, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann ist nur einen Promille, habe ich keine Lust, wozu muss ich das machen? Ja. Ja. Weil das war eine Zeit lang modern und alle Politiker hauen uns da runter von Brücken. Ich dachte, es gibt Dinge, die muss ich nicht machen. Ja. Ja. Aber Gefühle sind ja viel mehr als Angst. Ne? Ich wundere mich immer, dass ich aus Gefühls, also driven sozusagen, immer wieder die gleichen Fehler mache. Ja. Also zum Beispiel, das kann man jetzt auch beziehen auf, weiß ich nicht, Menschen, auf die ich reflektiere und dann sozusagen endet es schlecht oder Dinge, die wo man also einfach sagt, wie ist denn das prinzipiell, arbeitet der Intellekt oder der Geist und das Gefühl gegeneinander oder sind das zwei Dinge, die man auch harmonisieren kann? Ja, es ist schon interessant, es gibt diese Tendenz zu sagen, naja, meine Gefühle, erstmal geben mir Informationen über die Welt, ne? Das ist erstmal gut. Ne? Also die Angst warnt mich, aber die Zuneigung zum Beispiel. Ja, oder, genau. Oder die sagt mir, Freude. Ja? Meine Zuneigung sagt mir, kümmere dich um die dir wichtig sind, zum Beispiel um die Kinder. Wenn es diesen Mechanismus nicht gäbe, würden Kinder gar nicht überleben. Also es gibt diese Funktion und auch die Signale, die man damit sendet. Also wenn jemand traurig ist, signalisiert er damit, ohne das absichtlich zu tun, ich brauche Hilfe. Also das ist sozusagen der Kit des menschlichen Zusammenlebens sind diese Gefühle, die wir interpretieren, auch bei anderen. Aber jetzt gibt es diesen Trend zu sagen, naja, ich verlasse mich auf meine Gefühle. Und das ist ein bisschen zweischneidig, weil es hängt sehr stark davon ab, wie die Umweltbedingungen sind. Einige Gefühle oder Bauchgefühle, die wir so haben, sind gefährlich. Also, zum Beispiel? Zum Beispiel ist Ekel so ein Beispiel. Ein wichtiges Thema in dem Buch ist, Menschen, die eine starke Ekelneigung haben, sind eher fremdenfeindlich. Also es ist nicht nur, also Leute, die sich schneller ekeln vor
bestimmten Bildern oder die Gerüchen, die sagen, ich möchte nicht gerne auf einem Stuhl sitzen, der noch warm ist von dem, der vor mir da gesessen hat. Das kann man testen, also wie stark reagiert jemand auf eklige Dinge, verdorbenes Fleisch oder Bilder von Krankheiten und so weiter. Und diese Menschen sind etwas menschenfeindlicher, fremdenfeindlicher im Mittel. Und wenn die jetzt ihrem Bauchgefühl folgen, dann sagen sie, oh, da sieht jemand ein bisschen anders aus, hat vielleicht eine andere Hautfarbe, ist ein bisschen anders gekleidet, hat einen anderen Stil, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist auch ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist aber in unserer zivilisatorischen Zeit sozusagen ein gefährliches Bauchgefühl, weil es vielleicht hat es mal eine Funktion gehabt in den Anfängen der Menschheit, dass man fremde Menschen gemieden hat und dadurch auch weniger Keime und weniger Gefahren ausgesetzt war. Es kann sogar mal adaptiv gewesen sein, aber in der modernen Welt, wo wir alle offen und liberal miteinander leben könnten, ist das gefährlich und erklärt auch, warum einige Menschen viel stärker zu so Fremdenfeindlichkeit neigen. Deshalb ist immer die Frage, worauf verlasse ich mich? Anderes Beispiel für Bauchgefühl ist natürlich ganz buchstäblich basal das Hungergefühl. Also wir haben ständig Lust auf Süßes, Salziges und Fettiges. Das war früher selten. Wenn es mal was Salziges, Fettiges oder Süßes gab, musste man sich die Speicher voll machen. Der Mechanismus läuft immer noch in uns ab und wir müssen jeden Tag an der Supermarktkasse dagegen ankämpfen, weil da die schönsten, süßen und fettigen Sachen angeboten werden. Man will natürlich da hingreifen und muss eigentlich ständig sich zensieren. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage. Beides läuft nebeneinander, dieses eher automatisch-emotionale System. Aber man kann eingreifen und sollte auch eingreifen. Und das ist eigentlich auch etwas, was wir als Kinder lernen und was auch Zivilisation ausmacht, dass wir nicht jedem Impuls nachgeben, sondern immer fragen, ist das ein Impuls, der führt mich vielleicht weiter in der kreativen Arbeit, dann kann ich ihm folgen. Oder ist es vielleicht einer, der dazu führt, dass ich Menschen jetzt irgendwie abwerte oder mich ungesund ernähre oder die falschen Ängste habe, zum Beispiel vor der Impfung. Ja? Also wenn es mir komisch vorkommt, dass da was in mich hineingerät, kann ich jetzt ja überschreiben und sagen, naja, die Forschung zeigt mir, es ist eigentlich nicht gefährlich, sondern es ist sehr viel besser, die Krankheit nicht zu bekommen, als diese Impfung sozusagen zu ertragen. Nein, ich habe mir, wie ich dann ein bisschen vielleicht weiser geworden bin, Altersweisheit, habe ich mir dann gedacht, ich merke mir die Emotion des ersten Augenblicks, weil ich habe früher sehr emotional reagiert, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekommen habe, habe ich mich wahnsinnig geärgert und das sofort so, waff. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, ich merke mir die Emotion des ersten Augenblicks, aber ich schlafe eine Nacht drüber und schreibe dann am nächsten Tag mit der Emotion remembered etwas, was sozusagen ausgefeilt ist und feine Klinge hat. Ja, das ist sozusagen hilfreich. Ja, natürlich, beim Essen ist es vor allem so, man kann sich ja auch gescheit ernähren, dann hat man an der Kasse nicht mehr diesen Druck. Also ich weiß ja, wovon ich spreche. Das ist jemand, der. Was aber auch noch in dem ersten Buch ist, hat der Tod einen Sinn? Das hat mich auch fasziniert. Wir sind immer noch beim Kaninchen. Darauf gibt es keine richtige Antwort, aber das ist natürlich eine Frage, die wir uns als Menschen stellen. Und typischerweise fragt man ja, hat das Leben einen Sinn? Und Sinn heißt ja meistens so etwas wie Funktion. Ne? Also was ist der Sinn des Glases? Naja, da mache ich was rein. Darf ich übrigens was nachschenken? Sehr gerne. Ja. Daraus trinke ich und der Sinn des Buches ist, der soll gelesen werden. Also die Dinge, die wir machen, haben einen Sinn, aber das große Ganze, das Universum oder unser Leben hat ja niemand buchstäblich für etwas gemacht, es sei denn, man glaubt an einen Gott, der so einen Plan hatte. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was mache ich denn überhaupt mit meinem Leben? Also kann ich ein erfülltes Leben führen, selbst wenn ich glaube, dass es diesen übergeordneten Sinn nicht gibt? Und wie gehe ich mit der Endlichkeit um? Und was ist die Antwort des Philosophen? Ich glaube, dass das Leben in einer sozusagen substanziellen Weise sinnlos ist. Also in 1000 Jahren schon wird man sich an niemanden erinnern, nichts wird von uns bleiben und in 1 Million Jahren selbst die großartigsten Menschen der Menschheitsgeschichte werden keine Spur mehr im Universum hinterlassen zu haben. Wenn man sich das einmal klar macht, kann man das als unglaublich bedrohlich empfinden oder als große Befreiung. Aber daraus folgt nicht, dass wir jetzt nicht sagen können, mein Leben macht mir Spaß oder ich finde Erfüllung in meinem Leben. Aber diese Suche nach diesem höher geordneten Sinn ist, glaube ich, das Falsche. Aber mit dem Tod umgekehrt, wie gehe ich damit um? Das ist ja die Frage. Ich weiß, dass das Leben endlich ist. Die Religionen haben gesagt, vielleicht geht es danach noch weiter. Gut, aber wir wissen, die Leute einzuschüchtern. Vielleicht aber entweder einzuschüchtern oder auch zu vertrösten auf ein Jenseits. Vertrösten, aber es ist ja keiner zurückgekommen aus dem Jenseits, um glaubhaft davon zu berichten. Also es bleibt eine offene Frage. Und in der Philosophie gab es dann verschiedene Strategien. Manche haben gesagt, naja, wir müssen
gelassen sein. Der Tod kommt einfach, aber es stört uns ja auch nicht, dass wir früher nicht existiert haben. Vor 1000 Jahren haben wir auch nicht existiert. Warum soll es uns stören, dass wir in 1000 Jahren jetzt nicht existieren? Das kann man sich fragen. Und manche haben auch gesagt, naja, der Tod ist schon etwas Negatives. Also es ist jetzt nichts Neutrales, sondern er nimmt uns ja etwas. Er nimmt uns die Möglichkeit, tolle Erlebnisse zu haben, uns mit Freunden zu treffen, neue Bücher zu lesen. Also viele Dinge, die wir wertschätzen, werden uns irgendwann genommen. Und dazu tendiere ich auch, dass ich glaube, wenn man sich einredet, dass das Ende des Lebens gar nicht so schlimm oder neutral ist, dann vergisst man, dass einem was genommen wird und dass man das nicht nochmal bekommt. So ein bisschen so, wie wenn es eine tolle Party gibt und man steht nicht auf der Gästeliste und darf nicht rein. Und dann ärgert man sich, weil man denkt, das Leben ist diese Party und die anderen feiern da jetzt weiter und man selber darf auch nicht mehr mitmachen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine schiefe Analogie, kommt auch nicht von mir, kommt von einem Philosophen, John Martin Fisher. Aber es drückt das eigentlich ganz gut aus, dass doch irgendwas einem genommen wird. Ja. Tod ist ein interessantes Thema. Das eine ist das Tabu-Thema Tod, aber was ich noch mir jetzt eingefallen ist, ist, ich habe irgendwo mal gelesen, weiß nicht, so wie du immer genau, von wem ich es gelesen habe, dass durch den Umstand, dass der Mensch eigentlich den Anfang und das Ende des Lebens nicht bestimmen kann, außer er bringt sich um, versucht er sein ganzes Leben lang Spuren zu hinterlassen, um sich selber zu beweisen, dass es ihn gibt. Ja. Ist da was dran? Also es gibt von Ernest Becker, einem Psychoanalytiker und auch so Existenzphilosophen, der hat in den 70er Jahren ein Buch geschrieben, The Denial of Death. Also warum wir den Tod eigentlich leugnen und uns nicht damit jeden Tag auseinandersetzen. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Strategien, sagt er, mit dieser Konfrontation umzugehen, das Leben ist endlich und es hört irgendwann auf. Und eine Möglichkeit ist, sich einzureden, es gibt das schöne Paradies. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist aber zu sagen, naja, ich weiß zwar, dass ich endlich bin, ich werde sterben, aber ich hinterlasse vielleicht etwas. Ich hinterlasse Kinder, ich hinterlasse ein künstlerisches Werk, ich hinterlasse, ich habe Leute geprägt, ich habe irgendwelche Spuren gemacht. Und das könnte sein, dass das so, dass es ein Aspekt des menschlichen Lebens ist, dass wir doch irgendwie das Gefühl haben wollen, dass wir das Gefühl haben, es ist sinnvoll, was wir tun, wenn wir sehen, wir hinterlassen Spuren. Und sei es dann am Ende nur der Grabstein, wo vielleicht nochmal draufsteht, von wann bis wann ich gelebt habe. Und den können sich dann Leute anschauen. Ich glaube aber, es ist auch noch was anderes, was da eine Rolle spielt. Ich glaube, es gibt, was in der Esoterik manchmal Selbstwirksamkeit genannt wird. Also dieses Gefühl, ich verschiebe jetzt das Glas, ich habe das jetzt verschoben. Das ist irgend so etwas in den Menschen gibt, dass sie... Egoistisch. Ja, sie wollen so ein bisschen sich selber sehen, überhöhen. Es muss gar nicht eine Überhöhung sein, manchmal auch, das ist sozusagen die Extremform, aber dieses Gefühl, ich habe in der Welt was getan, also kleine Kinder wollen auf den Knopf drücken und die Tür geht auf, man will so sehen, was ich tue, hat eine Wirkung und das befriedigt uns irgendwie. Das ist vielleicht was eher, weiß nicht, Biologisches und das spielt da auch mit rein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nur mit dem Tod zu tun hat, also ob das jetzt wirklich immer ist, dass wir sagen, das mache ich um diesem schrecklichen Ende entgegenzuwirken oder ob es sich einfach eher so ist, es fühlt sich gut an, so wie wenn man ein Haus renoviert und dann ist es einfach schön und man hat so das Gefühl, ja, das habe ich jetzt gemacht, das war so eine Bruchbude und jetzt habe ich das mir so schön gemacht und es ist meine Arbeit reingeflossen, ich sehe die Ergebnisse und das macht uns irgendwie Freude. Das kann man schwer, ist auch was Existenzielles, aber es ist schwer so in Worte zu fassen. Na, das ich finde vor allem, also in verschiedenen Kulturen ist ja der Tod nicht so tabuisiert wie bei uns. Ja. Und ich habe mal eine Dokumentation gesehen, ich glaube, es war in Dänemark, wo eben Leute Sterbebegleitung machen und Häuser haben, wo irrsinnig bunte Zimmer sind. Und das sind Menschen, die wissen, dass sie entweder eine todbringende Krankheit haben oder eben sehr alt sind. Und wo jüngere Menschen sozusagen die begleiten, um sozusagen das Sterben nicht nur zu der Sekunde, wo irgendein Schalter umgelegt wird, sondern wo man sich ein bisschen darauf vorbereitet und dann verabschiedet man sich etc. Das hat irgendwas. Also wenn wir nicht so, meine Großmutter hat immer gesagt, ja, um Gottes Willen, nächstes Jahr, wenn ich noch lebe. Ja? Also das, da wird schon, und dann hat es noch 30 Jahre gelebt, weißt du? Also sozusagen, wenn man immer nur um Gottes Willen, ja. Weil ich habe zum Beispiel jetzt gesagt, ich bin jetzt 64 Jahre alt und wie ich über den Reinhard Fendrich zu seinem 60. Ist ein bisschen älter als ich, einen Film gemacht habe, sagt er im Interview, ja, jetzt weiß ich ja, das Ende ist näher als der Anfang. Habe ich kurz gesagt, stopp, sag ich, bist du wahnsinnig?
warum sagst du das? Ich war 120 Jahre alt, ich bin jetzt in der Lebensmitte. Ja. Ja, weißt du, ich negiere das einfach, genieße ja, das Denial Leben. Ja, nein, Denial, möglicherweise. Ja. Wobei es schon als Realität anschauen. Ich bin auch dabei, mein Testament zu adjustieren, weil ich mir denke, irgendwann wird es soweit sein. Ja? Ja. Aber ich lasse das doch nicht zu. Es ist genauso wie bei Corona. Habe ich mir sofort angewöhnt, Maske aufsetzen, jedes Mal, wenn ich rausgehe. Ja. Handschuh an, weil ich bin in Amerika in einem Haus, wo es 16 Stockwerke sind. Und das mache ich, damit ich es nicht im Kopf habe. Ja. Ich lasse Corona mich nicht dominieren. Ja. Ich mache das Maximum von dem, was möglich ist. Und dann habe ich das Maximum gemacht. Leider mir ausgelacht. Ja. Obwohl man muss sagen, in Deutschland, weiß ich, wie es in Österreich war, haben sehr viele Menschen die Corona-Maßnahmen befolgt, auch schon bevor die in Kraft getreten sind, als schon gesagt wurde, man soll Masken tragen. Also die Mehrheit fand die richtig und entweder fanden sie die gut oder haben sogar gesagt, man könnte die sogar noch verschärfen. Also die Mehrheit war eigentlich sehr vernünftig. Am Anfang? Ja, relativ lange, muss man sagen. Ja? Okay. Dass wir geredet haben so stark, also ich kenne die österreichische Situation nicht, vielleicht war die anders, aber in Deutschland war das wirklich so, man hat sehr viel über diese Corona-Gegner geredet, weil die dann diese Demonstrationen und so gemacht haben, aber es war auch wieder nur eine kleine Gruppe, die medial größer erschien, als sie rein statistisch war. Und das passiert eigentlich ziemlich oft, dass man immer denkt, ja, die fünf sind total verrückt, weil man mit denen viel Kontakt hat. Und wenn man sich dann mal so Statistiken anguckt, und dann merkt man oft, ja, man ist wahrscheinlich gar nicht der Einzelfall. Und die wenigen, die einen auslachen, die fallen einem jetzt auf und die nerven einen. Mhm. Aber die meisten Leute sind eigentlich ganz vernünftig gewesen. Amerika vielleicht ein bisschen weniger. Da war es ein bisschen gespaltener. Aber in Österreich ist ein Unterschied, dass eine Partei, nämlich die Freiheitliche Partei Österreichs, sozusagen eine rechte Partei, sich dieses Thema zunutze gemacht hat. Mhm. Und das gab es in Deutschland in dem Fall nicht, vielleicht die AfD zum Teil. Versucht, aber die ist viel kleiner. Ja, die Freiheitliche Partei geschafft. Hat dann... Verdreilicher hat eine Potenz bis zu 25-30%. Okay. Ja? Und manchmal 110 und 15, kommt immer darauf an, was gerade für Themen sind. Aber die haben geglaubt, sie setzen sich jetzt drauf. Ja, ich finde ja überhaupt, wenn die Leute dann auf die Straße gehen und eine Maske haben und da steht Diktatur drauf, denke ich mir, geh doch mal da wohin, wo eine Diktatur ist. Ja, dann da darf man gar nicht demonstrieren. Da darf man gar nicht demonstrieren. Ja? Ja. Also gut, wir haben noch viele Themen. Und ich werde daher sozusagen dich noch einmal einladen, wenn du damit einverstanden bist. Und sage jetzt einmal Dankeschön für Teil 1 sozusagen. Gerne. Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss den Leuten mitgeben willst, abgesehen davon, dass sie unbedingt ein Buch kaufen müssen, wofür ich sehr bin? Mehr kann man dazu eigentlich hinzufügen. Ja. Nein, aber gibt es sozusagen so eine, wie soll ich sagen, zum Rausgehen irgendeine Geschichte, die dir am Herzen liegt? Hätte ich jetzt vorbereiten müssen. Mir fällt jetzt so spontan keiner ein, wenn ich ganz ehrlich bin. Gut, aber ich kann dir das Kompliment machen. Ich habe mir immer gedacht, irgendwann in den nun fast 100 Sendungen kommt jemand, der spricht, der redet mehr als ich. Und du bist geschafft. Ja, und du hast die Goldmedaille, was sehr toll ist. Es geht ja um dich in dieser Sendung. Ja? Wir waren am Anfang bei Sie, jetzt sind wir per Du und er kommt noch einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Ohne Malkorb mit Dollezahl, diesmal mit dem berühmten Philosophen Philipp Hübel und seinem neuen Buch. Nicht vergessen. Jetzt habe ich es fast schon zu viel gemacht. Das glaubt man, glaube ich, schon. Ich kriege Geld dafür. Bitte folgen auf den sozialen Medien und sozialen Plattformen. Vor allem mein YouTube-Kanal Rudi Dollezahl als Doro TV. Wäre nett, wenn ihr den abonniert und liked. Nicht vergessen, am Sonntag gibt es auch die Musiksendung, die heißt Dollezahl Backstage, wo ich ein bisschen hinter die Kulissen blicke. Und jetzt sage ich am Schluss, was ist das Wichtigste im Leben? Love and Respect. Und seit Ukraine sage ich dazu and Peace. Boom.